So ist besser. Wir starten heute mal gleich mit dem Outfit des Tages. Ja, die Jacke kennt ihr jetzt mittlerweile schon. Ist noch ein bisschen frisch, deswegen nehme ich die mit. Ansonsten habe ich dieses tolle Kleid an. Das ist auch wieder von Yours Clothing. So sieht das aus. Das hat so geile Taschen. Ich liebe, dass es hat Taschen. Hinten ist das noch so ein bisschen geschnürt, dass man das ein bisschen taillierter tragen kann. Das sieht hier vielleicht ganz gut. Aber ich liebe es, dass es Taschen hat. Wie geil ist das bitte? Es ist auch nicht ganz lang. Und für so einen Sonntagsausflug mit den Großeltern ist das, glaube ich, ganz gut geeignet. Schuhe kennt ihr schon. Ja, so sieht es also heute aus. So, und jetzt hier nochmal guten Morgen. Tatsächlich, um 7 klingelte mein Wecker, 7:30 bin ich dann auch wirklich aufgestanden. Habe mir die Haare gewaschen, habe mich geschminkt, habe den Vlog von gestern hochgeladen, habe Wäsche gewaschen und während ich dann gefrühstückt habe, habe ich einen Film auf Netflix geschaut. Ich habe den nur angefangen. Ich schaffe den jetzt nicht. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte geguckt. Den anderen Teil gucke ich dann einfach, wenn ich wieder zu Hause bin. Und zwar heißt der Naomi und Eli, die Liebe, die Freundschaft und... zeigt den kompletten Titel nicht an bei Netflix, aber es ist halt ein Netflix-Film. Die Synchronisation ist echt schlecht, aber, also Eli ist schwul, den finde ich schon mal sehr süß, aber es spielt der Schauspieler mit, der bei Shadowhunters den Alec gespielt hat. Ich kann euch kurz vorlesen. Naomi und ihr bester Freund Eli sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, doch als sich beide in denselben Typen verlieben, wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt. Es ist, glaube ich, auch so, was ich jetzt bisher so in der Hälfte ungefähr rausgefunden habe, dass Naomi eigentlich in Eli verliebt ist. Und jetzt wird ihr aber klar, dass der so wirklich, wirklich, wirklich schwul ist. Also es ist ganz süß gemacht. Das gucke ich mir dann an, wenn ich wieder zu Hause bin, weil ich fahre jetzt gleich los, meine Großeltern abholen. Heute ist ja großer Sonntagsausflug mit meinen Großeltern, weil der Rest der Familie ja in den Urlaub gefahren ist. Dachte ich, schnappe ich mir heute mal meine Großeltern und ja, muss auch wirklich jetzt gleich los. Eigentlich dachte ich, wenn ich zeitig aufstehe, schaffe ich das alles locker. Naja, egal. Auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank für die Kommentare unter dem ersten Daily Vlog. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Ich möchte dazu nochmal sagen, also diese YouTube-Geschichte, das ist halt so bisher die Spitze des Eisberges. Ihr wisst gar nicht, was hier alles los ist und was ich mir alles gefallen lassen muss bis zu einem gewissen Punkt. Ich kann euch das halt alles nicht erzählen, aber es ist wirklich, es nimmt sehr kindische Ausmaße an. Dabei belassen wir es jetzt auch. Ich habe auch sehr nette Nachrichten, liebe Nachrichten bekommen, auch von anderen YouTube-Mamas. Und da war ein sehr, sehr schöner Impuls dabei, den ich die kommende Woche auch auf jeden Fall mal umsetzen werde. Das werde ich dann den Daily Vlog da so unter diesem Thema gestalten. Und ich freue mich einfach heute auf den Tag. Es war gestern auch ein wundervoller Abend. Ich war gestern wirklich sehr, 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 sehr glücklich. Und heute wird auch wieder ein schöner Tag. Ich freue mich auf die Zeit mit meinen Großeltern wirklich sehr. Und hoffe, dass ich heute ein gutes Bild von meiner Oma und von meinem Opa einfangen kann, weil meine Oma hat bald Geburtstag. Und es wäre, glaube ich, ganz schön, wenn die mal wieder ein nettes Foto von sich zusammen hätten. Weil wir schenken uns so in der Familie zu den Geburtstagen, zu normalen Geburtstagen, eigentlich nur so ne, ein Strauß Blumen oder so. Und nur wenn jemand fünft oder nullt, dann gibt es halt was Größeres. Aber ich wollte sowieso was mit den Kindern basteln und vielleicht so ein schönes neues Bild von den beiden. Das wäre, glaube ich, eine ganz süße Sache. Und genau, ich werde mich jetzt losmachen. Die Kamera nehme ich natürlich mit und werfe mich jetzt in mein schönes, neues, schickes, blaues Auto und hole meine Großeltern ab. Wir sehen uns dann gleich wieder.
wieder zu Hause. Fängt dann auch gleich das Fußballspiel an in einer halben Stunde. Genau, es war sehr, 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 sehr schön mit meinen Großeltern. Das kann ich jedem raten, das öfter mal zu machen. Ich werde jetzt, was mache ich denn als erstes? Als erstes werde ich die Wäsche reinholen und aufräumen und den Balkon freiräumen. Den muss ich ja heute leer räumen, weil die ja dann morgen kommen zum Fließen. Und dann werde ich noch schnell duschen gehen, bevor Fußball losgeht. Und während dem Fußballspiel werde ich ein bisschen was arbeiten. Und dann muss ich mal weiter gucken. Weiter bin ich mit meiner Planung noch nicht. Soweit erstmal. Bis dann. Was habe ich jetzt gesagt? Ich mache zuerst den Balkon. Genau. Ja, also es könnte durchaus sein, dass ich vielleicht ein bisschen Sonnenbrand davon getragen habe. Man sieht sehr schön. Ja, der BH-Träger. Der Träger vom Kleid. Yeah. Solltet mal meinen Rücken sehen. Einige gewisse Männer haben Kroatien schon aufgegeben. Das habe ich beim 4:1 auch gedacht. Und dann stand es plötzlich 4:2. Also ich zweifle nicht daran, dass hier vielleicht noch ein 4:4 entstehen könnte. Wir werden sehen. Es macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken. Na gut, hätte ja klappen können. Jetzt ist halt doch Frankreich Weltmeister. So, ich mache mir jetzt Abendbrot. Und zwar mache ich mir Wraps. Ich erwärme die gerade im Ofen. Und dann bestreiche ich die mit Frischkäse und fülle die mit Hähnchenstreifen, Gurke, Tomate und Salat. Yummy, yummy, yummy. Und dann werde ich den Film zu Ende gucken, den ich ja heute Vormittag schon angefangen hatte. Also es war echt schrecklich synchronisiert, wirklich. Aber es ist trotzdem ein schöner Film. Es war mir nur ein bisschen traurig. Es war wirklich schön. So. Und ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen erfrischen. Und dann rausgehen. Wohin gehen? Mit jemandem. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!